herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of Tomb Raider. In der Hauptrolle haben wir hier Lara Croft. Oder so. Nee, Lara Croft hier. Total gestresst, total nervös, total durchnässt, total am Ende. Unsere liebe Lara. Und ich bin euer Mann. Er muss da unten sein. Beeilung, Anna wartet. Haben Sie ihn? Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Sie ziehen uns beide nach unten. Mist! Lara! Lara! Ich kann mich nicht mehr halten! Es reicht gleich! Überleg dir mein Angebot, Lara! Bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen. Boah, das war jetzt actionreich und fantastisch noch zugleich. Ja, wir sind in den Katakomben und da unten sollen Leute sein, die unsterblich sind. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Hab ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Ein Teil von Annas Tagebuch. Sie hat es aufgegeben, mich auf ihre Seite zu ziehen. Jetzt will sie mich brechen. Na dann, viel Erfolg, Anna. Ich warte auf dich. Zerbrochene Bindungen. Forschungsnotiz von Anna. Ja, Anna und Lara haben ein ziemliches Problem miteinander unterdessen. Was aus engster Freundschaft nun erbitterte Feindschaft wurde. Neue Basislage entdeckt. Das ist er. Das muss er sein. Das ist er, das muss er sein. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Was? Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit.
Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Ja, vielleicht, ne? Irgendwie geht das sowieso zum Guten aus für Lara. Habe ich so im Blut, im Gefühl. Und wir werden es miterleben. So. Da sind wir durchgekommen. Da unten sind Fledermäuse. Einfach wird es nicht. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. So, Griechisch lernen wir auch noch ein bisschen. Also ich persönlich hätte extrem fürchterliche Angst, wenn ich jetzt in Wirklichkeit in so etwas durchlaufen würde. Ich hätte extrem Angst. Oh. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Ich hätte extreme Angst vor Geistern und Flüchen, ohne Spaß. Ich glaube schon. Also ich glaube daran. Ja, jetzt gerade so nicht, aber wenn ich jetzt so solchen Gegenden wären, würde ich voll dran glauben. What the fuck? Was ist hier passiert? Jetzt noch wer? Oh Gott! Lass mich! Bitte! Lass mich los! Lass mich los! Ich kann nicht! Lass mich los! Er könnte das getan haben. Was zum Teufel ist das? Eigentlich will ich nur durchschauen. Diese Gefäße, da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Aha. Ja komm, mach noch 3 Pfeile. Entschuldigung, mein Fehler. Ich war zu nah dran. Und noch mehr Dokumente. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum hallten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Dies ist das Manifest eines Anhängers des Propheten von Byzanz. Ankunft des Propheten. Der Apostel. Ja. Wie wird es noch gehen? Weitergehen? Also, da sollen ja nicht unbedingt liebe Leute da wohnen, hausen. Ja, da kannst du nicht. Ich glaube, das ist ein Fehler, wenn ich das jetzt schon mache. Ich glaube, die brauche ich noch. Ich habe einfach so das Gefühl. Ich habe irgendwie noch das Gefühl, dass wir jetzt extremen Kampf werden haben. Kampf gegen Untote. Ich habe Angst.
Ich habe echt Angst, diesen Atlas da anzufassen. Oder sonst irgendwas. Ich habe echt Angst. Hier ist es. Trinity, Sie sind hier. Ziel erfasst. Angriff! Die anderen Teams sind nicht in Position. Gebe mich vor. Eine Zeit. Wir müssen das Paket sichern, bevor sie entkommt. Fackelt sie ab! Termit bereit. Sprengsätze legen. Zünde! Weiter los! In Deckung! Bei mir, vor mir! Er schießt sie, aber trefft nicht das Paket! Da brenne! Er ist getroffen! In Deckung! Ich werde beschossen! Mit einer Rede! Jetzt! Sie lädt nach! Sie ist getroffen! Lade nach! Ich gebe mich in Position! Unter Beschuss! Unter Beschuss! Ich hab sie! Ich dich auch! Lass es uns beenden! Werfe eine Granate! Alle tot? Ja. Ja. Okay, ich habe das Paket gesichert. Die Frage, was ich mich jetzt stelle, was ich mir jetzt stelle, ist... Ich habe keinen Sichtkontakt, aber jemand hat das Alpha-Team ausgeschaltet. Sie muss in der Nähe sein. Die anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durch... Ich gebe mich in Deckung. Da ist sie, Feuer frei. Jetzt, sie lädt nach. Ja, ich lade nach. Weiter Feuer! Er ist tot! Gib mir Feuerschutz! Oh. Feuerschutz! Gib mir Feuerschutz, Feuerschutz! Mann! Das war jetzt irgendwie zu einfach. Irgendwie war das jetzt einfach so einfach. Wir müssen wieder mal alles am Brennen. Schnell! Rauchgranaten raus, sobald sie offen ist! Beschluss!
Naja. Der kommt nichts mehr da durch. Ja, ich brauche Klamotten hier, also Stoff. Mann, warum ist es nur immer so dunkel hier? Finden Sie mit dem Atlas einen Weg aus dem Archiv? Oh nein, Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Wie kann ich mit dem Atlas? Ausgänge sichern. Wir müssen das Paket zurückholen. Wie kann ich den Atlas denn aktivieren? Zentrieren. Wie kann ich diesen Atlas anhand mit dem Atlas den Ausgang finden? Ja, okay. Wo habe ich denn den Atlas? Beziehungsweise, wie kann ich den Atlas nehmen? Atlas. Nee, das ist nicht Atlas, das ist Altar. Finden Sie anhand mit dem Atlas. Ah, raus, ja. Mit diesen Dingern haben wir sie abgehängt. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Schnell den Atlas finden und dann nicht sie weg von mir. Hier, hab sie gefunden! Nein! Ich will jeden Eingang von zwei Schützen gesichert haben, ist das klar? Stopp! Das war's! Her mit dem Atlas! Oh, nee! Aber was war das? Atemgerät! Ach, heilige Scheiße, das habe ich gesucht. Unendlich lang. Unendlich lang unter Wasser sein. Halleluja. So ein Teil will ich auch. Dann würde ich mein ganzes Leben unter Wasser verbringen und meinen Frieden haben. Ich glaube nicht, dass der Prophet das jemals so geplant hat. Sieht das so aus? Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Aha. Schon explodiert. Nee. War doch so einfach. Eben, ich wollte schon sagen. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Das bringt nichts. Oh doch, bringt was. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Habe ich. Aha.
verstehe ich irgendwie nicht ganz. Weiß nicht. Und jetzt irgendwie das Gefäß hier explodieren lassen, dass der Weg frei ist. Seid mir mal nicht böse, aber ich verstehe es nicht ganz. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Ist doch gut, oder nicht? Kommt aber nur immer eins raus. Okay, mal schauen. Kann ich das rüber katapultieren? Ich glaube zwar ja nicht dran, aber wer nicht versucht, der nicht gewinnt, oder? Gut, jetzt? Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Mit dem Kran anheben können. Natürlich, warte mal. Altmodische Sachen hier, aber es könnte klappen. Ich drehe jetzt den ganzen Kran und dann hebe ich das Fass, was näher dran ist, auf der anderen Seite hoch. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ein Versuch ist es wert. Fuck. Geht nicht. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Ja, irgendwie. Brauchen wir dazu Gewicht. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Oh, Jungs, Mädels, warum macht ihr das immer so schwer? Warte mal, wenn ich jetzt... So gesagt, zwei rausnehme. Und die zwei dann... Ja, du kannst nur eins dran. Natürlich. Aber klar, oder? So einfach. Manchmal frage ich mich echt, was ich überlege. Nein? Reicht wohl eins? Ich werde mal versuchen mit einem. Sonst weiß ich ja jetzt, wie es geht. Ja. Ja. Ach ja, wie soll denn das gewinnen?
Muss ich das jetzt von der anderen Seite machen? Mal sehen. What? Riesiges Feuerdepot, ja, ja. Komisch, dass ich... Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja. Ich werde mal schauen, ob ich hier auf der anderen Seite was finde. What? Was ist denn? So, ja, gut. Nein. Das wird also auch von der gleichen Seite ausgenommen. Okay. Einmal ringsrum. Ach, hier ist das Lager. Nur mal schnell zwischendurch. Machen wir nachher mal schnell. Wenn wir fertig sind. So, okay, aber das... Was ist da passiert? Hm. Also, kann ich das um 180 Grad drehen? Glaub nicht, oder? Nee. So. Ja, war ja klar, schwache Lara. Komm schon! Willst du mich jetzt verarschen oder was? Hopp. Wollte schon sagen, nee. Vorher ging's doch. So, zweites Fass ist da. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das auch wirklich rüber bekommen, dahin, wo es hin muss. Mal schauen. So wie ich das Bild kenne. Total falsch. Das ist doch die falsche Seite. Boah. Oh nö, Leute. Wie soll ich denn das da drüben da kriegen, Mensch? Oh. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Noch ein Gefäß. Also ne, kein Fass, nur ein Gefäß, ne? Hat sie gesagt. Auf der Seite hätte ich so gesehen diese Gefäße. Okay. Was bringt mir das jetzt? Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ah, super. Man sollte halt schon wirklich alles durchschauen und nicht nur... Atribo. So, das machen wir noch. Ich weiß, es wird eine Überfolge, aber... Aber das machen wir noch. So. Brauche ich zwei, ne? Weil einmal muss ich das da lösen und einmal. Das sollte den Weg etwas frei machen. Ja. Mann, ich bin einfach gut. Ich bin einfach gut. So.
Jesu, Prophezeiung, tut mir leid. So. Okay. Oh Gott! Wow! Ich weiß nicht, ob ich da richtig renne, aber... hoch! Komm! Scheiße. Da war das eh noch im Weg. So, das machen wir noch zusammen. Egal, was für Zeit das wir jetzt haben. Wir sind über der Zeit, ich weiß es. Aber das machen wir noch. Das wäre euch gegenüber extrem feige, wenn wir das nicht machen würden. Komm, spring. So, jetzt. Oh nein! Nein, was? Oh shit. Ergine! So. Komm schon, hau rein, Lara, hau rein. Wow! Geschafft! Wow, shit. Warum muss eigentlich immer alles brennen bei Lara? Oh shit. Aber ich glaube, wir haben's geschafft. Jacob, ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank, es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Jetzt schon unterwegs. Wieder, jetzt sind sie wieder glücklich, dass ich den Atlas habe. Ja, unendlich tau. Wo soll ich da lang? Alles unter Wasser, was mir passiert. Leute, es ist ja jetzt gerade zu spannend, als ich jetzt einen Break mache. Tut mir leid, also wenn ihr jetzt da fast eine Stunde schauen müsst. Aber das will ich noch schaffen mit euch. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber... So, damit sie auch Luft bekommen. Mann. Ach, hier haben wir noch Münzen. Hier waren wir also noch nicht, ne? Oder doch, aber wir hatten die Sachen übersehen. So. Kipplauflinte. Ich glaube Flinte heißen, aber ja. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das?
Kleiner Vogel, du bist am Leben. Ich wusste es. What? Mein Gott. Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Alter. Unsere treue Seele. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, liebe Freunde, jetzt bin ich hier. Cool. Das machen wir noch. Überlebensdings da. Jo. Den, wo ich schon die ganze Zeit holen wollte. Ich bin einfach zu ungeduldig manchmal. So. Okay, das sind unsere Freunde und... So, den sprechen wir. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir ihnen vertrauen können. Ja, könnt ihr. Wie kommt man denn jetzt da hoch? War reiner Instinkt. Absolut reiner Instinkt, Leute. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Und mein Vater wurde seit 2 Tagen nicht gesehen. Wir brauchen jeden Einzelnen gegen Trinity. Aber offenbar hat man uns den Todesstoß schon vor dem eigentlichen Kampf versetzt. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Aber was nützt er gegen einen Feind, der mit jeder Generation stärker wird? Auch wenn wir überleben, werden unsere Kinder ihre Schlacht verlieren. Sie können nicht ewig kämpfen. Jeder neue Angreifer schwächt sie für den nächsten. Eine unmögliche Aufgabe. Rüstung des Glaubens, Tagebuch des Widerstandes. Ja, das stimmt allerdings. Weil der Widerstand, also die Eindringlinge, die wachsen immer wie mehr und sind immer mehr. Und irgendwann mal ist ein komplettes Volk ausratiert. Was habe ich denn da unten? Nix. So, ich will noch zum Jacob. Falls ich das schaffe. Und dann mache ich einen Break. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht 3 Stunden dran. Och, was haben wir denn da? Ein Blatt. So. Oh, nee, Gott. Hier haben wir noch ein Lager. Und genau mit diesem Lager verabschiede ich mich. Karte noch zuerst anschauen. Ich habe hier noch ein... Ich hätte hier noch eine... noch ein Grab. Das machen wir dann beim nächsten Mal wirklich. Dann hat von der Seite Mensch. Da wächst ja nur Gras. Leere Kisten. Ich habe gemeint, ich hätte jetzt Gold gefunden hier. So. An der Stelle danke fürs Zuschauen. Jemand anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist.
Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Ja, ich bin auch froh. Laufverlängerung. Nachladegeschwindigkeit, aber Munitionskapazität ist immer noch gering. Scheiße. Naja. So. Okay, liebe Freunde, das war's jetzt wirklich. Ich mache auch mal Schluss und wünsche euch ganz viel Spaß bei der nächsten Folge Rise of Tomb Raider mit der Lara und mir. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Daumen hoch, würde ich mich freuen und ansonsten viel Spaß noch. Tschüss! Throughout history, the boldest have dared to go further. They risk death. And in doing so, live on forever. What drives these few to the ends of the earth? The desire to discover something more. The search for something greater. The world is full of unanswered questions. Beyond all limits or reason, the answers await. Some, discovering the secrets of the world is the only way to live.